Sorry, keine Granaten mehr. Machen wir es auf die altmodische Art. Was heißt das? Leg die Hände hin. Nicht bewegen. Also. Ich wusste, wir können ihm nicht trauen. Okay, du hattest recht. Hätte ich auf dich gehört, wären wir jetzt nicht hier. Mhm. Na, wenn wir schon mal hier sind, dann hätten wir doch auch diese beiden Menschen. Wie willst du uns hier rausbekommen? Ich muss euch runterschießen. So ein Plan kann auch nur Copman einfallen. Irgendwie gefällt mir Copman langsam. Muss es Schießen sein? Wieso nicht irgendwas ohne Schießen? Wir passen auf. Oh Mist. Achtung! Dalton, sieh mich an. Du musst loslassen. Nein, ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich bin so stolz auf dich. War ich immer. Nein. Reggie, leg mich mal. Nein! Du hast meinen Stamm gefoltert! Monster! Du hast ihn ermordet!
und Feuer aus der Deckung. Auf dich und das Tor. Wieso? Hat dir nichts getan! Heftigen Kampfes zwischen dem DOP und einer kleinen Gruppe Bioterroristen. Man sieht, wie die Reste der gewaltigen Anlage, die das DOP erbaut hat, im eisigen Wasser des Puget Sound versinkt. Augenzeugen zufolge wurde die einzige Überlebende, DOP-Chefin Brooke Augustine, zuletzt gesehen, als sie zu dem riesigen Betonturm wollte, der ihr seit Ankunft des DOP vor fast zwei Wochen als Hauptquartier dient. Doch bisher haben wir noch keinen Kontakt zu Miss Augustine aufnehmen können. Inzwischen gibt es Berichte, dass in mehreren Teilen der Stadt die Bürger für das DOP demonstrieren und verlangen, dass der Bioterroristenaufstand in Seattle mit allen nötigen Mitteln niedergeschlagen wird. Das war Kurt Wyatt von USTV mit einem Live-Bericht aus Seattle. Es tut mir leid. Du hast es gewusst. Du hast mich vor Hank gewarnt, aber ich habe nicht gehört. Aber ich schwöre dir, der Dreckskerl wird dafür büßen. Thank you.
Wo ist er?